Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Borderlands 3, Freunde. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und jetzt kennst du mein Geheimnis. In der letzten Folge haben wir Pain und Terror ausgeschaltet und der Terror-Bot haben wir auch noch in Einzelteile gelegt. Haben hier die gute alte Tennis natürlich auch noch von diesen Psychopathen hier gerettet. Und jetzt begeben wir uns zurück zur Sanctuary und checken ab, wo uns denn unsere nächste Reise hinführt. Hoch da. Sanctuary. Wenn du dich von anderen anheben willst, abheben willst, wir haben nicht Flag mit uns dabei, leider. Jetzt will ich auf der Brücke sehen, Rekrut. Du hältst dich jetzt vielleicht für eine heiße Nummer, weil du Tennis gerettet hast, aber vergiss nicht, dass ich immer noch dein Vorgesetzter bin. Und ich weiß, wo du pennst. Kleiner Scherz, oder nicht? Brücke. Bitte töte mich nicht! Ach ja, bleibt schon einfach sympathisch. Ich glaube, selbst wenn er es versucht, mit uns zu töten, würde er es nicht schaffen. Oh, was hast du denn hier noch für eine Mission? Pandora's Next Top Mouthpiece. Ich kann die Carbon einen Mouthpiece-Nachfolger finden. Halten wir sie auf! Ja, gut. Das können wir mal eines Tages machen, aber nicht jetzt. Schade, hier haben wir wieder nichts. Na, dann bewegen wir uns mal in Richtung Brücke und erstatten den Bericht und farmen da uns natürlich auch noch hier ein paar XP ab. Wie gewohnt. Boah, ich hätte aber echt ein geileres Schild. Ich hoffe, die gibt uns jetzt hier mal ein Schild. Aber was ich auch schade finde, ist, dass man hier nicht mehr entscheiden kann, wie ein Borderlands 2, also ob man dann jetzt zum Beispiel eine Pistole haben will oder ein Sturmgewehr oder eine Waffe oder ein Schild, was ich traurig finde. Maya hat mir 2 Wochen Stubenarrest gegeben. Hey Killer, danke, dass du Tennis gerettet hast. Offenbar kann ich immer auf dich zählen, was auch passiert. Ich wollte es dir sagen, aber heutzutage hat man als Sirene eine Zielscheibe auf dem Rücken. Wir sollten uns um die gegenwärtige Situation kümmern. Auch wenn der Kammerjäger den Spendenaufruf der Kalypsis verhindert hat, haben sie bereits enorme Mengen an Iridium gesammelt. Sie werden es für etwas benutzen. Vielleicht zum Öffnen der großen Kammer. Tennis. Soll das heißen, dass es die große Kammer wirklich gibt? Ja, ich bin ganz beim Kammerjäger. Was? Ich beziehe mich lediglich auf die vorliegenden Beweise. Lilith, wenn es die große Kammer gibt, muss im Inneren eine sehr mächtige Kreatur sein. Die Kalypsos sind bereits Monster. Ich will nicht erleben, was geschieht, wenn sie diese Art von Macht stehlen. Als sie mich gefangen nahmen, brachten sie mich in eine Festung, in der sie ihre Iridiumspenden sammeln. Was immer ihr Plan auch beinhaltet, es wird dort passieren. Dann wird das unser Ziel, Killer. Begib dich zu Rolands Grab und sag Warn, er soll die Raiders zusammentrommeln. Wir bringen das jetzt zu Ende. Blutfeder! Genau, Freunde. Blutfeder. Wie Warn sagen würde. Und ich würde sagen, dann versuchen wir hier nochmal unser Geld auszugeben. Ah, wir können natürlich hier euch auch mal noch die Slot-Machine hier zeigen. Ein bisschen da dran rumspielen. Ich meine, wir haben genügend Iridium und Cash, dass wir jetzt... wir sind zu weit oben. Ah, was ist das denn? Ah, die Kammerschlüssel. Oh, geil. Okay. Haben wir hier noch weitere? Wahrscheinlich nicht, oder? Was geht ab? Nichts, Mann. Schade, die Medbags können wir hier nicht mitnehmen. Dann bewegen wir uns runter. Bam. Und gehen in Moxies Bar. Ich würde sagen, wir spielen hier einfach mal am Iridium-Automaten. Aha, wir haben Spray, noch ein Spray. Dreimal Spray, das heißt... Na gut, Schussfinte, naja, besseres. Also Jackpot ist, wenn wir hier dreimal hintereinander dieses rote Zeichen da haben. Diese iridianische Schrift. Ich hatte das schon mal. Auf jeden Fall kriegen wir da eine richtig geile Waffe raus. Ah gut, können wir 3 Iridium zurück. Möge der Wind dir den Weg weisen. Ich brauche einen wir haben kein Glück. Gut, aber jetzt noch 2 Mal, dann hätten wir sogar noch einen Free Spin. Aha. Oh, was ist das denn? Genau so etwas meinte ich. Jawohl, Mann. Geil. Genau so etwas wollte ich sehen.
Okay, Karte. Ja, okay. Schon wieder eine Elite. Traurig, traurig. Oh, was haben wir hier? Okay, wieder Iridium. Naja, das. Ich spreche immer mit mir selbst. Ist das komisch? Oh, die Shit, wir haben den Jackpot rausbekommen. Alles für die Crimson Raiders. Bruder, aber einfach nur Schmutz. Shit, ich habe noch nie in meinem Leben so viel Trash rausbekommen wie jetzt hier. Alter, was ist denn das für ein Scheiß? Hell, Mann. Okay, ja, schon wieder Trash. Komm schon. Gib uns doch mal was Geiles. Gib uns zumindest irgendwie so ein goldenes Stumpf oder so. Ist ja doch auch babahaft. Ich bin arbeitslos und wütend. Na, ich würde doch sagen. Ah, scheiße, wir sind schon über unserem Limit. Na gut, wir sagen, lass mal das. Drehen hier noch ein paar Mal mit unserem Cash. Guck mal, ob wir hier irgendwas rausbekommen. Nein. Also wie ihr seht, Freunde, es lohnt sich nicht im Casino sein Geld zu verzocken. Investiert das lieber in bessere Sachen. Wo begeben wir uns jetzt hin? An den ersten DLC. Dann begeben wir uns mal runter. Und übrigens den Weg. Oh shit! Boah, Alter, was wollt ihr abfangen denn hier? Fühlt sich gut an. Die Hell, Mann. Alter, einfach am Grab von Ronin, weißt du, greifen wir uns hier an. Meine Fäuste sind bereit. Ehrenlos. Hä? Bruder, weißt du. Wir ballern hier. Und der Typ steht hier einfach rum. Mit den Kopfhörern, Mann. Und bekommt ja einfach nichts mit. Ah ja. Oh. Scheiße, ja! Geh hin und vernichte, mein Gladiator, dein zukünftiger Gott befiehlt es! Na, ja, du bist kein Gott. Es ist ein Leuchtender! Achtung! Na komm, na ja, gut. Aber er kann nichts gegen uns anrichten. Er ist Schmutz. Bam! Da hat er recht, wir haben ja bisher nur auf die Fresse bekommen. Okay, help, help, help und help. Okay, sehr, sehr viele Nebenmissionen. Haben wir hier noch irgendwas? Nee, okay. Haben wir die Sachen bekommen? Nee. Den hatte ich schon wieder voll. Na gut, brauchen wir auch nicht wirklich. Schmutz, Schmutz, Schmutz. So, Borgen, dann erzähl mal, was hast du so erlebt in unserer Abwesenheit? Hey, ich habe gehört, dass wir einen Angriff auf die Festung der Kalypso starten. Endlich! Ich bin dabei, Bro! Ich habe die Schnauze voll davon, nur ein Spielball der Kalypso zu sein. Blutfeder! Hört mich an, Bros und Brosinen! Das ist unser Moment! Wir werden die Tore Kalypso stürmen und diesen Posern zeigen, was passiert, wenn man sich mit diesen Crimson Raiders anlegt! Dann rächen wir uns mal an den Schwein. In die Bruchstelle! Reiner! Zur Kathedrale! Vorwärts, okay, meine Crimson Armee! Vorwärts zum Sieg! Oh. Bis später, Crimson Verräter! Bruder, die haben da einfach Geschütze. Rückzug zu Rolands Grab! Rückzug! Scheiße, danke, hat nicht geklappt. Ja gut, das hätte ich auch erwarten können. Na, die haben da einfach fertig Geschütze da hinten dran. Das werden viele sprechen. Morgan hat auch bestimmt eine Idee, oder? Kommt. Nicht erreichen, solange diese Geschütze aktiv sind. Ich kann sie vielleicht per Phasenverschiebung ausschalten, aber dafür brauche ich meinen Iridium-Verstärker. Er ist in einem Geheimlabor unter einer alten Dahlmine in der Nähe. Wong zeigt dir den Weg.
Na dann, Wogen. Ach, scheiße, ich bin da runtergeschaben. Nein. Okay, Wogen, warte. Ist gleich wieder da. So, Wogen, dann hauen wir raus. Okay, das ist scheiße gelaufen. Aber solange du überlebt hast, haben wir noch Hoffnung, Bro. Also, das ist ein bisschen komisch. Ein Geist in meinem Kopf hat mir gesagt, du bräuchtest Hilfe dabei, in die alte Dahlmine zu gelangen. Ich helfe dir. Eine Sekunde. Cardio leben! Wirkt mein Hintern aus meiner Sicht fett? Fast geschafft! Ach, Leute, hier sind ja auch nochmal Sachen draufgeschrieben von der ganzen Crew. Sub miss you, Lil. I miss you this much. Na. Okay, das hier von The Liv. Person Raiders forever. Scooter best be taking care of you. Ehrlich. Genau, Scooter ist hier leider auch gestorben. We miss you, Roland. Town of Roland's rest. Okay. This lab earned his wings. von Briggs. Genau, hier sieht man auch noch den Siegelstein. Retina hat ihm einfach so einen Hasen hinterlassen. Thank you, Roland. Dann miss you, bud. Say hi to Bloodwing for me. Das war natürlich Mordecai. Leider ist Bloodwing auch gestorben. Ja, Handsome Jack hat ihn ja leider auch getötet. Und gute Jagd im Himmel. So schnell, Roland. Unsere wahre Legende. Liebe Puan. Okay, keine Ahnung, wer Puan ist. Lass aber noch herausfinden, hoffe ich zumindest. Gut, du musst. Ah, okay, da rechts rum. Ja, mein Bruder, ich springe einfach zur Fahrzeugstation. Ah, nervig. Na dann. Ich frag mich ja, wenn die so ein Phasenverschieber hat oder so ein. Ja, gut, Phasenverschieber und die Attacke hat sie doch, aber ein Iridium-Verstärker hat. Warum nimmt die den denn dann nicht einfach mit, weißt du? Die weiß ja, dass sie eine Sirene ist, aber lässt den Scheiß dann trotzdem. Als ich meine Sirenenkräfte zum ersten Mal manifestierten, wusste ich, dass ich einen geheimen Bereich bräuchte, in dem ich mit ihnen experimentieren könnte. Einen auf Iridium basierenden Verstärker für jeden sichtbar zu benutzen, würde unerwünscht auch. Na, da kommst du nicht rein. Ich hoffe, es macht dir nichts aus, die Hufe zu schwingen. Hast du Hufe? Die meisten Leute sind ehrlich gesagt nur eine sinnlose Ansammlung von Formen und Farben für mich. Als meine Kräfte zum ersten Mal erwachten, war es, als würde die Elektrizität einer ganzen Stadt durch meinen Körper strömen. Ich legte meine Hand auf eine Waschmaschine, um mich festzuhalten, und sie ist direkt explodiert. Wochen später haben wir noch einzelne Socken gefunden. Mir war klar, dass ich diese neuen Kräfte nicht kontrollieren konnte, also musste ich einen Ort finden, wo ich niemandem Schaden zufügen würde. Da hat sie recht. Wenn umso mehr Typen wissen, dass du eine Sirene bist, umso wertvoller bist du. Für sie. Und umso mehr wollen sie dich töten. Ich hier nichts, haben wir noch ein paar Fanatiker. Da hoch kommen wir wahrscheinlich nicht, oder? Wo haben wir? Ah, hier, okay. Die Hexen, die manifestieren sich hier aber auch anscheinend. Kommt hier immer öfters. Schrei hier doch nicht so rum, Mann. Nein, werdet ihr nicht. Das werdet ihr nicht. Ja, aber wir sehen schon, wir neigen uns hier Richtung Ende zu. Jetzt kommen hier halt auch nur noch die starken Badass-Gegner. Nicht so wie vor ein paar Parts, hier, dass hier so normale Typen kommen. Jetzt kommen hier natürlich diese Badass-Typen, diese Hexen und so. Zeug, alles drum und dran. Ah, ich denke Wache. Ah, aber ich finde es echt geil, hier mit diesem Revolver hier rumzuschießen. Ach ja, das ist einfach schön. Weil das ist einfach bisher unsere stärkste Waffe, die wir hier haben. Dieser Weg ist auch blockiert. Ich schätze, es ist meine Aufgabe, dir den Weg zu weisen. Du musst eine Möglichkeit finden, diese Transporttore zu öffnen. Ich habe eine Idee. Können wir das hier runtertreten?
Gut gemacht. Ja, das genügt vollkommen. Ich weiß nicht. Ich hab dir eine von Lilith G. Luft zu werden, fühlt sich irgendwie viel, viel besser an. Und hört sich noch besser an als jetzt die Luft von Tennis. Ja. Leute, hier liegt aber noch eine Waffe, die sind mitten auf dem Weg. Warum denn nur Panzerfäuste, Mann? Gib mir doch irgendwas Gescheites hier, nicht so dreckige Panzerfäuste, mit denen ich hier nichts anfangen kann. Hallo, Leichensack! Leichensack? Wo ist denn Leichensack, Mann? Warum nicht? Nein. Böse Banditen. Sehr, sehr böse. Jawohl, fuck it up, ihr Schweine. Geht mir aus dem Weg. Ich hatte zu diesem Party, aber wie viel Spiel in Erinnerung? Wir sind da direkt overpowered für die Typen, obwohl wir nur ein Level über den Typen sind. Diese halb verfallenen Überreste der Mine meines Ex-Arbeitgebers machen mich nostalgisch. Die gute alte Zeit, als ich eine ehrgeizige Forscherin war, angetrieben allein durch grenzenlose Kreativität und nicht eingeschränkt durch archaische Konzepte wie Ethik. Verstehe. Na, Jungs, was geht denn ab? Ich habe ein Geschenk für euch. Ich nenne es die magische Kugel, die euch Lebensenergie entsaugt. Ach, das ist der Titel jetzt kapiert, man. Oh, shit. Ach, bye-bye. Ach, gut, die Typen. Einfach lost. Ich meine ja nur, also sind die halt immer noch auf uns schießen, auch wenn wir down sind. Ich glaube, dann wäre das Spiel hier einiges schwieriger. Gut, aber ich glaube, dann wäre es eher so Dark Souls-like. Boah, so ein Borderlands-Game in so einer Dark Souls-Version, das wäre doch auch ganz geil. Obwohl, das wäre wahrscheinlich scheiße schwer. Wenn ich mich so an Plattform oder so erinnere, man. Die Games waren auch richtig hart am Anfang. Oder Nio oder so. Und da braucht man echt eine richtige. Also so ein richtiges. Jungs, halt mal auf mich ganz zu schießen. Was ist mit dem Typen falsch? So, also so eine richtig krasse Rage-Grenze. Also, dass sie hier nicht komplett ausrastet und den Controller gegen die Wand oder so schlägt. Also die Schmerzgrenze müsste schon richtig, richtig groß sein. Aber gut, ich meine nur, also ich habe ja nie durchgezockt, im ersten und im zweiten Teil. Aber, also nachdem man sich eingespielt hat und so und die Steuerung gemeint hat, ist das ja auch viel, viel einfacher und so. Ja gut, so einfach nicht, die Bosse Master, die nicht getroffen will. Dann geht er auf. Aber es braucht sich auch nach einer Weile, also ihr könnt ja das Spiel ja dann im Spiel, ein neues Spiel, plus, triple plus, ich glaube ihr könnt das sogar bis zu 5 Mal oder so durchspielen, also falls ihr es nicht so schafft, gerne in die Kommentare. Auf jeden Fall, falls einer oder andere von euch hier Nio spielt, ich würde euch die Griffe empfehlen, im zweiten Teil.